Hallo. Ja, erstmal noch frohe Weihnachten. Wir haben jetzt ja den ersten Weihnachtstag und Heiligabend haben wir somit überstanden. Yeah. Ja, da ja eh so Langeweile hier nur aufkommt und wir nichts wissen, mit uns anzufangen. Im Fernsehen kommt ja auch immer nur der gleiche Müll. Jedes Jahr immer das Gleiche. Immer. Immer, immer, immer. Anstatt mal neue Filme oder so zu zeigen, die ja in den Kinos immer so kamen und so. Nein, immer der aufgewärmte Kaffee. Ja. Ja, da mir jetzt langweilig ist, habe ich gedacht, ich zeige euch mal unsere Weihnachtsgeschenke. Ursprünglich war ja, dass wir uns nicht schenken wollten, weil wir halt so das ganze Jahr über immer was kaufen und ja, aber irgendwie kam dann doch. Nee, hatte ich was vorgehabt zu kaufen, dann wollte mein Mann mir auch was kaufen. Und so kam das dann, dass dann doch so ein bisschen was zusammengekommen ist. Also, ich zeige euch jetzt die Geschenke, die wir uns gegenseitig geschenkt haben. Und, ja. Das erste, was ganz cool ist, ist eine Lampe fürs Wohnzimmer. Wir wollten gerne eine neue Lampe haben. Haben bei IKEA öfter mal geguckt und ich hatte eine so mir ausgesucht und so. Und ja, keine Ahnung, haben wir aber dann nicht gekauft. Und dann ist mein Mann wohl letzte Woche, vorletzte Woche einfach losgefahren, wo ich nicht da war. Keine Ahnung, ich habe das nicht mitbekommen. Und hat eine Lampe gekauft und die haben wir gestern ausgepackt. Das seht ihr ja hier, wie die aussieht. Und ja, die ist richtig, richtig cool und bin sehr begeistert. Das ist aber nicht die Lampe, die ich eigentlich haben wollte. Aber die finde ich noch viel, viel schöner als die ich sonst haben wollte. Ja, das haben wir gestern Nachmittag gemacht, die Lampe angebracht und vorher haben wir noch meinen Tisch renoviert. Das seht ihr dann in meinem Week-Vlog. Ja, und ja, dann zeige ich jetzt mal, was wir uns halt noch geschenkt. Erstmal kommen die Sachen, die mein Mann bekommen hat. Und zwar habe ich ihm die fünfte Staffel The Walking Dead gekauft, weil der hat alle Staffeln und ist halt so ein riesen Fan davon. Ich kann mich damit gar nicht anfreunden. Ich habe schon zweimal angefangen zu gucken. Weiß nicht, oder ich muss halt länger mal durchhalten, aber er liebt es. Und da habe ich mir die fünfte Staffel auf Blu-ray gekauft. Ja, das habe ich. Ich habe hier gar keinen Platz, wo ich was hinlegen kann. Dann lässt er sich gerade sein Bart wachsen. Hat er schon öfter mal vorgehabt, aber immer dann, ja, nicht durchgehalten, weil das juckt ja wohl auch. Also ich kann das ja nicht beurteilen. Aber von einer Bekannten von mir, der Mann, der hat auch einen Bart und er sagt, man muss halt ordentlich durchhalten. Das hört dann irgendwann auf. Und ja, jetzt habe ich ihm aber ein Barttrimmer gekauft. Barttrimmer? Ja. Und zwar von Babyliss. Weil er will ja keinen richtig langen Rauschbart haben, sondern so, keine Ahnung, mal gucken, wie lang der wird. Und ja, dann habe ich ihn den gekauft von Babyliss for Men. Kann man unter Wasser abwaschen, ist recht leise und auch sehr leicht. Und ja, der bei Saturn hat mir den empfohlen und sagte, es ist ein ganz guter Barttrimmer oder Bartschneider. Keine Ahnung, wie man das nennt. Dann, wo wir gerade bei Bart sind, habe ich ihm ein Bart-Conditioning-Öl gekauft. Das wäre das hier. Das ist halt so ein Öl, was man dann halt in den Bart reinmacht. Das macht den halt weicher, geschmeidiger und ist auch gegen das Jucken dann so. Und da drin enthalten sind Arganöl, Mandelöl, Avocado und Jojoba, also halt ganz gute Sachen. Und ja, das war, glaube ich, das einzige Bartdingensöl, was ich da gefunden habe. Und ja, das habe ich ihm gekauft. Dann eine kurze Geschichte dazu. Mein Mann, der cremt sich nie ein. Also, ich könnte das nicht. Aber er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe ihm mal eine gute Gesichtscreme, weil ne, man wird ja immer älter und so. Und dann habe ich mich auch beraten lassen. Und dann habe ich von Biotherm Aqua Power, das ist so ein
Serum, Ultra Moisturizing Care, bla bla. Ist halt auch in so einem Pumpspender ganz cool. Und dann waren wir Dienstag, nee, Mittwoch. Mittwoch waren wir noch unterwegs. Und da habe ich dann mal gesagt, ja, eigentlich müsstest du auch mal langsam mit Gesichtscreme mal anfangen, ne? So wegen Falten oder dieses. Und man dann, nee, sowas mache ich nicht und so. Und ich saß dann da voll die Fresse gezogen und dann meinte ich dann gestern so, ja, das eine Geschenk wird dann sinnlos sein. Und dann meinte ich, ja, warum denn nicht? Ja, wirst du ja dann sehen. Aber er hat es heute schon benutzt. Und der Geruch davon, boah, der ist so göttlich, so richtig frischer Männergeruch und das riecht fast so wie diese Grey-Kerze von Kringle Candle. Richtig geil. Ich werde mal gucken, ob es davon auch ein Parfüm gibt. Ja, das habe ich ihm nur gekauft. Und dann habe ich noch durch Zufall letztens bei Douglas, die hauen ja immer gerade zu Weihnachten immer so Geschenksets raus und so. Und dann war ich zufällig mit meiner Freundin bei Douglas. Warum war ich denn da? Weil ich irgendwas gucken wollte, genau. Und dann ist mir halt das Geschenkset in die Hände gefallen. So ein Pulgutier kennt halt jeder, ne? Also mein Mann hatte das noch nicht. Er liebt halt das Paco Rabanne One Million. One Million. Und One Million und Jean Paul Gaultier, das sind ja halt diese zwei Klassik-Standard-Düfte, die die Männer immer haben. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich ihm das gekauft. Das war halt im Set mit Duschgel. Und meine Freundin hatte noch einen 20%-Gutschein bei Douglas und deswegen habe ich das recht günstig geschossen. Und ja, er mag den Duft auch sehr, sehr gerne. So, das waren jetzt die Sachen, die mein Mann bekommen hat. Und jetzt komme ich mal zu meinen Sachen. Zum einen war er gestern nochmal los, weil ich halt einen Lippenstift haben wollte. Und zwar den MAC Relentless Leslie Red. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Nee, ne? Kann man nicht erkennen. Nee, fokussiert nicht. So, jetzt. So. Genau, den wollte ich unbedingt haben. Und dann hat er mir den geholt. So ein richtig tolles Rot. So ein Pinkrot, was auch so bisschen Neon ist. Matt und hält super auf den Lippen. Ja, das wollte ich unbedingt haben. Den wollte ich unbedingt haben und hatte den gestern auch drauf und er hielt sehr, sehr lange. Und dann war er noch bei Primark, weil ich irgendwie letztens Duftkerzen geholt habe und die sind erstaunlich gut bei Primark. Also für 1 Euro die kleinen, duften super. Und da hat er dann noch ein paar Kerzen geholt und hat uns dann einen Selfie-Stick gekauft. Also uns, ja, für mich, weil er macht ja keine Selfies. Aber ja, so einen Selfie-Stick wollte ich auch schon lange mal haben, aber hab's dann immer vergessen. Und na, den hat er bei Primark gekauft. Finde ich eine ganz witzige Sache. Dann habe ich von ihm Dexter. Ich habe ja Dexter, ist ja meine absolute Lieblingsserie. Die letzte Staffel habe ich immer noch nicht geguckt. Muss ich noch irgendwie machen, aber ich mir blutet dann das Herz, weil das dann vorbei ist. Und dann, ja. Und er hat mir die ersten drei Staffeln auf DVD geholt, weil ich habe gesagt, DVD reicht, weil Blu-ray Dexter ist arschteuer. Also ich glaube, eine kostete da, glaube ich, über 30 Euro oder so. Ich weiß nicht. Und da habe ich gesagt, DVD reicht auch, weil ich brauche da nicht den Unterschied von Blu-ray extrem scharf oder DVD scharf. Also mir reicht das auch, ne? Aber ja, die ersten drei Staffeln. Oh, ich liebe Dexter. Das ist so. Wenn man damit einmal angefangen hat, ich hab das ja gesuchtet, wirklich gesuchtet. Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Produkt, wo ich schon mindestens 2 Jahre drumherum schlawenzel und immer mal gerochen habe. Also ihr wisst ja, ne, wenn ich Parfüm toll finde, dann hole ich mir das meistens auch relativ schnell. Aber nicht bei dem, weil es ist halt so ein besonderer Duft, also so ein besonderes Parfüm. Und zwar ist es das Molokuli
Kühl Nummer 1. So sieht die Verpackung aus. Und das besteht aus dem Pheromonstoff Iso-E-Super oder so heißt das. Und das ist halt so ein chemisches Molekül-Dings, was sich auf der Haut dann halt immer verändert. Also man nimmt das selber irgendwann gar nicht mehr wahr. Und je nach Befinden oder so verändert sich das und dann kommt der Duft wieder hoch. Und man kann das halt mit anderen Düften auch noch kombinieren. Und ja, das wäre halt die Flasche. Richtig schön. Und dieser Duft, sehr, sehr neutral, riecht wie frisch, frisch gewaschen. Und ich liebe den. Oh, ich habe ihn jetzt endlich. Und da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Ja, das war jetzt unsere Ausbeute dafür, dass wir uns ja nichts schenken wollten. Ja. Und die Hunde, die haben Wiener Würstchen bekommen, frisch vom Metzger gestern. Ja, das war dann jetzt so meine Ausbeute. Und dann wünsche ich euch noch angenehme Restfeiertage, genießt das und haltet eure Lieben immer in Ehren und seid glücklich darüber, dass ihr sie habt. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!